What's going on right now? So, hallo, grüßt euch, hier ist der Olli. Wart mal einen Moment, schauen mal, ob jemand live dazukommt. Ob's vom Bild und Ton passt, bevor das Schiff hier ablegt. Honey, what's the name of the castle over there? Bolt Castle. Da drüben habt ihr Bolt Castle. Sabrina, grüß dich, siehst und hörst du uns? Oh oh, ich glaube, das Schiff legt ab. Müssen wir rauszoomen. So, liebe Leute, hier sind wir unterwegs mit Uncle Sam. Uncle Sam Boat Tours. Und machen uns jetzt auf dem Lawrence River für die... What's the name of the tour, honey? The All-American Tour? Uncle Sam's American Narrows. Uncle Sam's American Narrows Tour. Down the St. Lawrence River and into... Und dann machen wir uns den St. Lawrence River runter und es wird eine richtig geile Sache. Ein bisschen geht's nach Kanada. Durch die Millionärsreihe und ein cooles Hotel ist da unten drüben, Captain Thomas Resort. Auf jeden Fall zu empfehlen und nachdem die ausgebucht waren, hat der Captain Thomas gesagt, hey Olli, ich habe für euch eine Idee. Und da sind wir jetzt im nächsten Resort hier. Da habt ihr einen Blick nach Alexandria Bay. Vorher waren wir in Clayton. Clayton super gemütlich, ein bisschen schickimicki, aber geil. Tolle Winery und jetzt sind wir hier in Alexandria Bay. Und wie sagt man so schön, Captain, my Captain, ne? Da unten stehen die Leute, da machen wir nachher dann Titanic und hier haben wir die 1000 Inseln, the 1000 Islands. Why is it called the 1000 Islands, honey? Because there's 1000 Islands. So if it was called the 1001 Islands, would it be 1001 Islands? Yep. Wow. Exactly. Hey, do you want to say hello to everyone? Just so, wave. So da ist die Catherine, ne? Normalerweise kommt die Catherine nie ins Bild. Normally Catherine is not with me when I do my tours. But today you are. Are you happy to be going on a tour with me, honey? And look at your beautiful, oh, look at your beautiful head. Holiday tours, baby, sage ich da nur, ne? Holiday tours. So, da drüben ist das Schloss. Und da machen wir uns nachher vorbei. Das sieht richtig cool aus. Vielleicht melden wir uns da nochmal. Und da sind wir auf dem, wie heißt der Fluss? Lawrence River, ne? Wunder, wunderschön. Also die Darling spricht kein Deutsch. Sabrina just asked if you were speaking German too. Oh, I wish. I said, no. So, someday. Someday, ne? Irgendwann spricht sie ja Deutsch. So, das ist Alexandria Bay. Und schön, dass die Qualität passt. Wir hoffen immer noch auf ein Ende im September. Ja, ich auch. Da drüben ist die andere Boote, die losgeht. Da ist noch ein cooles Hotel da drüben. Geile Sache. Und hier auf dem Schiff ist was los. Dann schauen wir einmal dahinter. Da schaut er auf diesen McLawrence River. Richtig cool, natürlich die amerikanische Fahne drauf. Und das Castle ist jetzt auf der anderen Seite. Da ist das Museum. What's the year that's written on the museum? 1866? Ja, 1866. Und dann schauen wir einmal darüber. I come back, honey. Schaut euch das an. Dieses Schloss, ne? Wahnsinn. Also, liebe Leute, in dem Sinn verabschieden wir uns. Geil, dass es gepasst hat. Auch wenn wir an der kanadischen Grenze sind, haben wir einiges gemacht, um das Ganze zu verändern und live zu sein mit perfektem Bild, perfektem Ton. Hier habt ihr nochmal die Insel, die besuchen wir nachher. Die 1000 Inseln fahren wir uns jetzt entlang. Genau, Kerstin, ich auch. Macht's ganz gut. Servus und ciao, sagt der Olli. Viel Spaß euch. Bei was auch immer ihr tut, wir melden uns später nochmal. Bis dann, ciao. So, da hinten habt ihr unser Hotel und da haben wir eines dieser ersten Inseln. Ich wollte mich nur noch einmal kurz melden, das ist echt geil, da hinten unser Hotel. Und jetzt hier eine der kleinen Inseln mit, schau dich mal das Haus an, ne? Wahnsinn. Next year to your left-hand side is Casablanca. Da ist der Kubaner, ne? Wahnsinn. This is like Derek Jeter's house on our lake. Also bei uns am See, da gibt es auch so ein Castle. Whoa.
Die Augen sind rot, ne, um die bösen Geister von Kanada wegzuhalten. Wow! Die 1000 Island Tour mit Holiday Tours. Ich kann leider nichts lesen jetzt, weil ich schaue. After the completion of the boathouse, they decided they didn't need it. It was too large just for the two of them. So they remodeled it, they added a studio apartment upstairs, and sold just the boathouse for a total of $750,000, basically getting a home on the island for free. Now those two places, they are a part of the same estate once again today. This is the last home built on Millionaire's Row before the U.S. involved.